Ja, vielen Dank. Guten Abend, Bautzen. Für alle, die mich nie kennen, mein Name ist Frank Peschel. Und vor 2 Wochen sprach Jörg Orban hier vom Frieden in der Ukraine. Und ich möchte heute ein paar Worte zum Frieden in unserer Heimat sprechen. Denn der soziale Frieden ist gefährdet. Der ist gefährdet deswegen, weil wir tagtäglich von Hunderten Illegalen förmlich überrannt werden. Alleine in Sachsen kommen täglich 500 Illegale an. Das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist die Zahl vom CDU-Landrat aus dem Vogtland. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal am Wochenende irgendwie die Polizeimeldungen anzuschauen. Also ich würde sagen, mindestens bei uns in der Oberlausitz täglich 100 Illegale, die irgendwo aufgegriffen werden, die irgendwo anlanden. Und das Schlimme ist, am Ende werden sie ja noch betreut ins Erstaufnahmelager gefahren. Es wurden heute, wir haben ja kurz Pause gemacht am Landratsamt, 2 wunderbare Briefe vorgelesen, die absolut mir aus dem Herzen sprechen. Und ich möchte da nochmal meine Partei in dem Fall ins Gespräch bringen, weil wir haben ganz bewusst heute einen Antrag zurücknehmen wollen, der darauf abzielte, dass Flüchtlinge und Ausreisepflichtige, für die sollten 25 Wohnungen in Hoyerswerda angemietet werden. Und diese 100 Leute, die ungefähr reinkommen, kosten uns Steuerzahler pro Jahr 420.000 Euro nur an Mietkosten. Und das ist der erste Schritt, den das Landratsamt vorhatte. Sie reden ja von einer dezentralen Unterbringung. Und der zweite Schritt ist, bis zu 300 Ausreisepflichtige und Asylbewerber in Hoyerswerda unterzubringen. Das heißt, wir reden hier alleine von 1,6 Millionen an Mietkosten jährlich. Das ist die Summe, die wir hier aufbringen müssen. Und deswegen war die Forderung absolut und ist die Forderung absolut richtig, diesen Antrag von der Tagesordnung zu nehmen. Denn man muss sich doch bewusst sein, 2015 hat die CDU die Grenzen geöffnet und bis heute verfolgt sie dieses Ziel weiter. Es gibt keine ernsthaften Grenzkontrollen. Es gibt nichts, was diesen ganzen Zustrom irgendwie eindämmt. Und die CDU, muss man sagen, hat ihr Merkel-Erbe. Bis heute trägt sie das in sich. Und das Schlimme ist, dass wir das jeden Tag aktuell auf der Autobahn in den Dörfern erleben. Und leider, still und leise, fern der Öffentlichkeit, wurde letzte Woche im Landtag beschlossen von CDU, SPD und Grünen, dass es 100 Millionen Euro zusätzliche Mittel geben muss für Flüchtlinge in Sachsen. Und wenn dieser Flüchtlingsstrom nicht gestoppt wird und wir weiterhin so hohe Zahlen haben, werden wir wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit fast 1 Milliarde Euro in Sachsen aufbringen müssen, um Flüchtlinge, Ausreisepflichtige zu verköstigen und hier unterzubringen. Ich habe, damit es nicht mehr heißt, ja, wir haben große Zahlen, einfach nochmal den Antrag mitgebracht. Alleine wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 35 Millionen Euro beantragt, die auch dann von CDU, SPD und Grünen bewilligt wurden, für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden in Ersteinnahmeeinrichtungen. Das zweite, knapp 50 Millionen für erhöhte Leistungen der Landkreise und kreisfreien Städte. Und weitere 13 Millionen für die Ausgabe von Erstuntersuchungen, Heilbehandlungen, Schwangerschaften, Geburten und Gewährung von Arbeitsentgelten. Das sind unsere Steuermittel, die in großen Summen ausgegeben werden, um hier Personen zu unterhalten, die kaum Aussicht haben auf Asyl. Und ich sprach von einer riesig großen Summe von fast von 1 Milliarde, die eventuell auf uns zukommt. Ich möchte mal einen Vergleich geben. Seit 40 Jahren reden wir von der Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden-Bautzen nach Görlitz. Und das heißt immer wieder, dafür ist kein Geld da. Da reden wir von ungefähr 750 Millionen Euro. Und wir geben in einem Doppelhaushalt 1 Milliarde für Flüchtlinge aus. Also das sind Relationen, die sind nicht mehr vermittelbar, nicht mehr akzeptabel. Und deswegen wiederhole ich gerne die Forderung, um diese Anreizsysteme zu beenden. Wir brauchen sofort
massive Grenzkontrollen, dauerhafte Grenzkontrollen. Wir brauchen Sachleistungen statt Bargeld. Ein weiteres Anreizsystem, es werden Milliarden ins Ausland transferiert, also Sachleistungen statt Bargeld. Eine ganz große Forderung, die wir immer wieder aufmachen, ist die konsequente Abschiebung von Ausreisepflichtigen. Allein im Landkreis Bautzen haben wir über 500 Ausreisepflichtige. Alles Personen, die hier nie hergehören, die weg müssen. Und deswegen sage ich auch ganz konkret, dieses Anreizsystem, das Leben, das wurde ja auch gesagt, das Landratsamt ist dafür zuständig, diese Leute unterzubringen. Wir müssen aber niemanden hier im Luxus, an den Luxus gewöhnen, sondern es wäre richtig, diese Menschen in Zelten oder Containerstädten unterzubringen, um diesen Ausreisepflichtigen zu sagen, euer Prozess ist sauber durchlaufen, ihr habt hier keine Chance in Deutschland, ihr gehört wieder dorthin, wo ihr hergekommen seid. Deswegen nochmal, das waren wunderbare Worte und ich hoffe, dass der Landrat die zwei Briefe nicht nur bekommt, sondern auch durchliest und auch für sich Konsequenzen zieht und an die Worte sich seiner Weihnachtsrede erinnert, wo er ganz deutlich sagte, er möchte keine Turnhallen und keine Wohnungen für Ausreisepflichtige anmieten oder in Beschlag nehmen, sondern in Zelten oder in Containern unterbringen. Und dieser Forderung oder diesem Wunsch des Landrates kann ich mich anschließen. Und das wäre eine wunderbare Forderung, um gesagt, wie gesagt, die Anreizsysteme hier zu minimieren und wieder normale Verhältnisse reinzubekommen. Ich danke Ihnen. Jawohl. Halt. Großer Fauxpas. Ich habe vergessen, eine Veranstaltung anzukündigen. Und zwar findet die am 11.10. ab 19 Uhr im Residenzhotel statt. Das heißt, unser Ziel, Null Asyl, Vorbild Dänemark. Und die Redner sind Jörg Orban und Sebastian Wippel. Ich danke euch. Also, 11.10., 18 Uhr Residenz. Vielen Dank. Ja, alles gut, danke.